Ja, moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und in diesem Video möchte ich mit euch über verschiedene Dinge reden, die in den letzten Tagen sozusagen rausgefunden wurden in Fortnite und einige Theorien, die ich sozusagen selber rausgefunden habe. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Ansonsten würde ich sagen, gerne auch meinen Crate-Tag auschecken. METE-8 ist komplett kostenlos. Leute, bleibt auf jeden Fall am Start und lasst auf jeden Fall ein Abo da, denn in Zukunft wird sich einiges verändern und ich habe sehr, sehr Großes vor. Deswegen würde ich einfach mal sagen, um nichts zu verpassen, auch gerne die Glocke aktivieren. Wir fangen direkt an mit dem Video. Viel Spaß. Ihr habt wahrscheinlich schon mein Video heute Mittag gesehen, wo ich über die verschiedenen Sachen geredet habe. Auch über das Flugzeug, was ja in Fortnite entfernt wurde und so weiter. Aber Epic Games hat uns eigentlich noch viel, viel mehr erzählt in diesen ganzen Frage-Antwort-Dingern. Und um eine Sache soll es in diesem Video gehen. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe euch ja die ganzen verschiedenen Fragen vorgelesen, die halt spannend für uns waren, die sehr, sehr interessant waren. Und die eine Frage war, beschreibe die Season 8 in 4 Wörtern. Die Season 8 steht ja kurz bevor, das wissen wir ja. Und dem Epic Games Mitarbeiter hat dann geantwortet, erstens Bananen, B, Bananen, 4, Bananen. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr spannend, denn die Frage ist, warum hat er jetzt 4-mal Bananen geschrieben? Er sollte natürlich 4 Wörter schreiben, deswegen hat er 4-mal Bananen gesagt. Das ist obvious, das verstehen wir auch selbstverständlich und das ist ja auch klar. Aber er schreibt erstens Bananen. Okay, das ist ein erster Punkt. Das ist sehr cool, weil Bananen scheinen auf jeden Fall eine große Rolle zu spielen. Aber das Interessante kommt erst jetzt. Er schreibt nochmal erstens Bananen. Da fragt man sich natürlich so, warum sagt er jetzt nochmal Bananen? Denn das hat er doch schon einmal gesagt. Warum sagt er das Ganze zweimal? Oder warum schreibt er zum zweiten Mal erstens? Weil erstens Bananen und dann nochmal erstens Bananen ist sehr komisch. Dann hat er geschrieben B. Bananen. Da denkt man sich so, okay, woher kommt jetzt das B? Weil entweder 1, 2, 3, 4 oder 1, 1, 1, 1 oder so, aber es ergibt eigentlich keinen Sinn. Und dann schreibt er viertens Bananen. Und da denkt man sich natürlich so, ah, okay, vielleicht bedeutet das sogar noch viel, viel mehr. Denn das habe ich gestern noch gar nicht gepeilt und ich habe da gar nicht so genau drauf geguckt. Denn er schreibt ja, ich blende euch das jetzt nochmal im Hintergrund ein, erstens Bananen, B, Bananen, viertens Bananen. Und zwar dachte ich mir dann so, okay, anscheinend wird vielleicht ein neuer Ort kommen in Fortnite, der irgendwas mit Bananen zu tun hat. Dann habe ich mir diese Aussage nochmal genauer angeguckt und dann steht da B4. Da steht einfach B4 und dieser B4 habe ich dann auf dieser Map mal angeguckt und B4 habe ich dann auch direkt gefunden und da ist nämlich gar nichts. Das ist zwischen Snobby Shores, Pleasant Park und Haunted Hills. Da, zwischen diesen Bergen ist das und da ist eigentlich gar nichts. Da ist nur tote Erde und da ist überhaupt nichts. Und ich denke einfach mal, dass Epic Games etwas Neues geplant hat und da vielleicht sogar einen neuen Ort hinbauen will, der irgendwas mit Bananen zu tun hat. Ja, vielleicht eine Bananenplantage oder irgendwas, könnte auf jeden Fall sehr, sehr interessant sein, denn derzeit ist da noch gar nichts, also überhaupt nichts, also wirklich, das ist eine tote Landschaft. Ich habe es mir einfach nochmal genau angeguckt, ich war auch da und es ist sehr interessant. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Epic Games da einen neuen Ort machen möchte, der etwas mit Bananen zu tun hat, eine Bananenplantage. Es kommen wahrscheinlich auch Bananenskins. Es gab schon einige Konzepte in der Fortnite-Community, die habe ich euch jetzt aber nicht gezeigt, weil das nichts Bestätigtes ist oder irgendwas. Das ist einfach nur random irgendwelche Leute, die irgendwas an Skins gemacht haben. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, in der Season 8 werden wir definitiv ein sehr großes Thema haben mit Bananen. Ich hoffe, ihr seid in der Season 8 immer noch dabei und schaut euch meine Videos an. Ich versuche nämlich mich nochmal ein bisschen zu verbessern. Ich versuche meinen Kanal nochmal komplett auf den Kopf zu stellen. Da kommt alles neu, Leute. Und sogar ein neuer Name. Ja, ihr seid die Ersten, die das jetzt erfahren haben. Es kommt wirklich auch ein neuer Kanalname, ein neuer Banner und ein neues Profilbild. Seid gespannt, bleibt am Start. Ich werde weiterhin definitiv Videos machen. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao und tschüss. Checkt meinen Kanal ab. Lasst ein Abo da, schaut die Glocke aktivieren und meinen Crate-Tag auschecken. METE-8 ist komplett kostenlos. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.